Ja, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. So zahlreich, dass Sie nicht mal mehr in diesen, der nun auch nicht gerade kleinen Saal passen. Wir haben heute für Sie ein wirklich interessantes Programm mit zwei sehr interessanten Referenten. Bevor ich dazu komme, noch ganz kurz eine Erklärung, wie der Ablauf dieser Veranstaltung sein wird. Wir haben eben uns kurz geschlossen und haben uns entschieden, dass die beiden Referate hintereinander stattfinden werden. Danach setzen sich die Referenten und ich hier vorne auf diese bequemen Stühle und werden zunächst einmal eine Runde der Diskussion untereinander führen und dann eine Diskussion mit Ihnen führen, das heißt für die Teilnehmer diese Diskussion eröffnen für Nachfragen, Stellungnahmen und dergleichen mehr. Gut, meine Damen und Herren, kommen wir zum ersten Referat. In letzter Zeit wird international mal häufiger die These vertreten, dass die Flüchtlingswelle, die wir im Moment erleben, aufgrund von Krieg und anderen Katastrophen, wahrscheinlich noch gar nichts ist, verglichen mit dem, was uns droht, wenn die Klimaveränderungen bis zur Mitte des Jahrtausends sich so weiterentwickeln, wie sie sich zu entwickeln scheinen. Das heißt, dann geht es um noch viel mehr Millionen Flüchtlinge und um ganze Regionen dieser Welt, die praktisch unbewohnbar werden. Zu diesem Bereich haben wir einen ausgesprochenen Fachmann hier, der uns dazu ein Referat halten wird, und zwar mit dem Thema Flucht und Migration. Wie relevant sind Klimaveränderungen und der globale Wandel insgesamt? Und unser Referent ist Professor Dr. Hans Hohni, der lange Zeit hier Professor, ordentlicher Professor für Geografie und nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern war. Interessanterweise hat Herr Hohni 12 Jahre in Äthiopien verbracht, wie er mir eben erzählt hat, ausgerechnet auch noch zur kommunistischen Zeit. Also ein mäßiges Vergnügen. Und hat sich dort der Erforschung von Klimaänderungen, der Wirkung von Naturschutz, Bodendegradation und nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen gewidmet. Herr Hohni ist keineswegs nun heute inaktiv, sondern in verschiedenen nationalen Forschungsschwerpunkten weiter engagiert. Ich möchte da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, um hier nicht zu viel Zeit wegzunehmen, sondern übergebe Ihnen ganz einfach das Wort. Vielen Dank, Herr Förster. Ist das Mikrofon in Ordnung? Geht das gut bis nach hinten? Verstehen Sie mich? Einigermaßen oder nicht so sehr. Und den anderen Raum kann ich auch nur fragen. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Also, gut, ich spreche ein bisschen lauter, um das auch durchzubringen. Vielen Dank. Mein Thema steht da vorne. Als mich Sarah Bloch, Skwiat-Floch am 8. Dezember letztes Jahr, jetzt ist gut, vielen Dank, fast ein bisschen zu laut, angeschrieben hat und gefragt hat, gesagt, das Thema Klima im Zusammenhang mit Flucht und Migration soll Teil des Collegium Generale Programms sein. Habe ich ein bisschen gezögert, weil meine Klimaerfahrung ist nicht so groß, wie Sie vielleicht vermuten. Ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, ja, ich möchte das lieber in eine Frage ummünzen und die steht jetzt da. Sind Klimaänderungen relevant? Und was ist die Relevanz des globalen Wandels für Flucht und Migration? Die Welt ist in Bewegung. Wir haben das jetzt gemerkt. In Europa, in aller Deutlichkeit, erst seit kurzem. Aber die Welt ist bewegt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Wir sind ständig in Bewegung. Einfach jetzt betrifft es uns ziemlich direkt. Und wenn ich uns sage, denke ich nicht so sehr an die Schweiz. Uns ist eigentlich der europäische Raum.
in dem wir mittendrin stecken. Und dann ist klar, internationale Bewegungen von Menschen zwischen den Staaten haben schon lange stattgefunden. Jetzt in Syrien ganz prägnant, aber auch in Mexiko, in Nepal, in Tadschikistan, in Eritrea, in Somalia. Und es gibt ganz viele Bewegungen von Menschen innerhalb von Ländern, die ganz großen Länder, China zum Beispiel als Beispiel genommen, aber auch Brasilien, aber auch Äthiopien sind Länder, die wir kaum zur Kenntnis nehmen, wenn wir an Migration denken. Und doch sind vielleicht mehr Menschen innerhalb von Ländern auf der Flucht oder auch in die Migration begriffen, als wir jetzt spüren international. Und dann stellt sich für uns die Frage, auf was geht das zurück? Sind das reine Push-Faktoren? Werden Leute weggestoßen aus irgendwelchen Gründen? Oder werden sie auch angezogen? Gibt es Pull-Faktoren, angezogen, um aus ihren Regionen in andere sich zu bewegen? Und was ist relevant bei Flucht? Da würden wir sagen, auf alle Fälle Push. Was ist relevant bei Migration? Da würden wir sagen, vielleicht eher Pull. Und, oder mischt sich das auch bei beidem? Geht man auf die Flucht auch, weil man denkt, ich habe eine Chance, ein besseres Gebiet zu finden und mein Überleben zu sichern? Dem möchte ich gerne ein bisschen auf den Grund geben. Es ist eine Mischung für mich aus Push und Pull. Ich habe drei Hauptkapitel und mache einen Rahmen darum. Und der Rahmen, der ist hier im Prolog und dann noch ein Epilog. Äthiopien, mein Erfahrungshintergrund über Jahrzehnte hinweg, 40 Jahre jetzt bereits. Dürre und Hungerkatastrophe, Äthiopien 1984. Es erinnern sich sehr wahrscheinlich einige Leute an dieses Extremereignis. Aber wir müssen das ein bisschen noch definieren. Dürre, was ist Dürre? Dürre ist ein extremer, über einen längeren Zeitraum vorherrschender Zustand, in dem weniger Wasser oder Niederschlag verfügbar ist als erforderlich. Ganz banal definiert. Hungerkatastrophe müssen wir unterteilen in Hungersnot vielleicht und Katastrophen andererseits. Und eine Hungersnot ist immer ein Phänomen, bei dem ein großer Anteil der Bevölkerung einer Region oder eines Landes unterernährt ist und Tod durch Verhungern, also Hungertod oder durch hungerbedingte Krankheiten in großem Maße zunimmt. So viel zur Hungersnot. Und eine Katastrophe ist eine ernsthafte Störung der Funktionsfähigkeit einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, die hohe menschliche, materielle, ökonomische, ökologische Verluste verursacht und die Fähigkeit der betroffenen Gemeinschaft oder Gesellschaft übersteigt, diese aus eigener Kraft zu bewältigen. Und genau das hat in Äthiopien stattgefunden im 1984. Ich versuche das noch einmal. Ja, es scheint zu funktionieren. Ich bin eigentlich wie das, was man der Regierung in Äthiopien vorgeworfen hat, richtiggehend hineingerasselt in die Hungersituation im Oktober und November 1984, als ich meine Forschungsstationen, die ich aufgebaut hatte, besuchen wollte. Plötzlich stellten sich Kinder, die sonst immer am Straßenrand blieben, wenn Autos kamen, mitten auf den Weg und sind nicht weggewichen. Wir mussten vollbremsen, das Fahrzeug anhalten, die sind nicht weggegangen. Die wollten Geld, Wasser, Nahrung von uns. Und 100 Meter weiter vorne die nächste Gruppe von Kindern. Das ist uns etwa 50 Mal passiert. Der ersten Gruppe konnten wir etwas zustecken, der zweiten Gruppe auch noch, der dritten Gruppe nur noch Geld, der vierten Gruppe nur noch die größeren Geldbeträge. Und etwa ab der fünften, sechsten Gruppe hatten wir nichts mehr zum Geben und mussten durchfahren. Stellen Sie sich vor, wie es einem geht, wenn man so direkt mit einer Hungersituation konfrontiert wird. Es ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Und unsere ganzen Forschungsprogramme haben wir einmal ad acta gelegt, gestoppt, weiter betrieben, so es ging, aber haben uns darauf eingespielt,
Hunger zu ergründen und vor allem die Hungerhilfe ein bisschen anzuleiten. Wir haben festgestellt, dass die Organisationen, die nach Äthiopien kamen, eigentlich keine Ahnung hatten, wo das stattfindet, wie viele Leute betroffen sind, wie sie das organisieren müssen, gemeinsam mit der Regierung. Und so habe ich innerhalb von 3 Wochen nur eine Hungerkarte produziert, nach nicht wissenschaftlichen Kriterien, ich gestehe das, völlig mit dem Daumen gepeilt, wie viele Leute leben, wie sieht die Ernte aus in dieser Region, multipliziert und was ist das, der Bedarf für die nächsten paar Monate für diese betroffenen Menschen. Wir sind auf eine Zahl von 8 Millionen gekommen, die keine Nahrung mehr hatten. Und wir haben dann gerechnet, dass das 1 Million Tonnen Getreide braucht innerhalb der nächsten 10 Monate. Ich habe das im November produziert. Diese Karte wurde von den meisten Organisationen aufgenommen. Und ich bin heute noch relativ stolz, dass dieses Grobmodell, würde man heute sagen, funktioniert hat. Es hat wirklich 1 Million Tonnen Getreide gebraucht im 1985. Und immer noch sind einige 100.000 Menschen verhungert, weil wir zu spät gekommen sind. Das ist eine Katastrophe, nicht nur der Regierung in Äthiopien, sondern auch der internationalen Gemeinschaft. Ein Symbolbild dazu, 3 Jahre später aufgenommen. Sie können sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man solche Unterernährung sieht, vor allem bei Kindern, dann bei Frauen und schließlich auch bei Männern. Es ist kaum auszuhalten. Wir haben zum Glück in unseren Forschungsstationen Daten erhoben, ständig, seit 1981, auch zur Produktion eines Kleineinzugsgebiets. Wir haben gemessen und haben auch das durchgezogen. Und Sie sehen hier die Gesamtproduktion zwischen 1982 und 1986 eines Kleineinzugsgebietes an Getreide. Und Sie sehen, wie 1984 diese Erträge um mehr als die Hälfte zurückgegangen sind. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Subsistenz, das ist die gestrichelte Linie, so rund 250 Kilogramm pro Person pro Jahr, wenn die nicht mehr erfüllt werden kann aus der Produktion der Landwirtschaft heraus, dann ist in einem Land wie Äthiopien Hunger da. Und das ist 1984 eingetreten. Ab 1985 war es dann wieder gut. Aber eigentlich beschäftigt uns dies weniger als die langsame Abnahme der Erträge in diesem Einzugsgebiet. Dass also jedes Jahr eigentlich weniger produziert werden kann. Und das hat mit einem anderen Faktor zu tun, der mehr mit globalem Wandel zu tun hat als mit Dürre. Deshalb auch der globale Wandel dann in meinem Titel. Globaler Wandel kann irgendetwas sein. In diesem Fall ist der globale Wandel die Degradation, die Zerstörung der Ressource des Bodens durch Erosion, durch den Ackerbau der Bauern. Und diese langsame Abnahme ist vielleicht schlimmer als die einmalige geringere Ernte, wenn man dieses Loch der geringeren Ernte ausgleichen kann. Also eine Regierung müsste in der Lage sein, mit Hilfe von Vorräten, mit Hilfe von Märkten, die Bevölkerung in einem Notjahr zu versorgen. Und Katastrophen treten ein, wenn Regierungen nicht in der Lage sind, solche Löcher zu stopfen. Das ist jetzt das Symbolbild, die Symbolgrafik für Getreideanbau und Landwirtschaft. Es können ganz andere Faktoren genau das Gleiche bewirken. Ich will das nicht auf die Landwirtschaft reduzieren. Und ich bin mehr besorgt über diese langsame, graduierliche, jahrelange Abnahme, die dann plötzlich zu einer riesigen Problematik werden kann im Laufe der Zeit. Wir haben da Maßnahmen ergriffen. Sie sehen so Erdwälle gegen die Erosion mit den Bauern. Die Bauern das machen lassen. Die wollten zunächst nicht, aber dann später doch. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich das in eine recht stabile Situation, um die Geschichte hier noch fertig zu machen, umgewandelt, wo die Erträge nicht mehr zurückgingen, sondern, wenn Sie jetzt über 20 Jahre schauen, wie sich das verändert hat, langsam eine Verbesserung bewirkt hat im Laufe von 20 Jahren. Das ist keine
signifikante Verbesserung, wenn Sie sehen, wie das von Jahr zu Jahr schwankt. Aber es ist doch eine sanfte, signifikante Verbesserung, nicht statistisch signifikant. Die Bauern haben das schon als Verbesserung erkannt und in diesem Sinne auch diese Maßnahmen begrüßt. Mittlerweile ist es kein Problem mehr, solche Maßnahmen in Äthiopien mit Kleinbauern durchzuführen. Aber das löst ihre Probleme vor Hungersnöten nicht. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt in einem ersten Kapitel ein paar Grundlagen anschauen, dann ein paar Beispiele und dann komme ich schon zur Synthese und zum Schluss. Grundlagen zu Flucht und Migration, das kann ich nicht richtig abhandeln, aber ganz knapp, auch aus meinem Erfahrungshintergrund her gesehen. Ursachen von Hungersnöten, das war dann mein Thema in den späteren 80er Jahren. Ich wollte herausfinden, warum geschehen Hungersnöte, warum geschehen Katastrophen, warum können Regierungen nicht adäquat handeln. Und das ist ein ganzes System. Links natürliche Faktoren, in der Mitte Faktoren der Produktion, der Landwirtschaft und rechts der dickere oder mittlere Teil, die Humanfaktoren, soziales System, die Ökonomie, die Märkte, die Politik, die Kultur, all das spielt eine große Rolle. Wenn das nicht funktioniert als Gesamtsystem und wenn internationale Hilfe auch nicht funktioniert, wie das in Äthiopien der Fall war, 1984, dann geschehen eben Katastrophen, wo sehr, sehr viele Menschen daran sterben können. Und jetzt zum Klima. Sie sehen das Klima. Das ist oben links im natürlichen System einmal. Das spielt eine Rolle, das löst aus. Dürren sind Variabilitäten von Niederschlägen, meistens. Sie könnten sich auch verstärken durch den Klimawandel. Sie können sich auch abschwächen, das ist alles noch ein bisschen offen. Aber das war für mich der Einstieg von einer relativ engen physisch-geografischen Sicht in eine integrale Sichtweise, die eben versucht, alle diese Systeme gemeinsam zu analysieren. Und das war dann auch ein überzeugender Grund, warum wir das im Rahmen des nationalen Forschungsschwerpunkts 10 Jahre später, im Jahr 2000, genauer anschauen konnten. Wir sind in 9 Regionen, Entwicklungsregionen gegangen, der dritten Welt, Südamerika, Mittelamerika, in Afrika 3 Regionen, in Asien 3 Regionen und haben dort inter- und transdisziplinäre Gruppen, also auch Nichtwissenschaftler, eingeladen und mit ihnen gemeinsam eruiert, was sind die Faktoren, die eine Rolle spielen, damit Nicht-Nachhaltigkeit entsteht. Also was ist das alles, was nicht funktioniert? Das Biophysische sehen Sie da, da ist auch die Nummer 30, Risiken durch Klimawandel, ganz klar. Aber Sie sehen ganz viele andere Risiken hier aufgestellt, biologische Diversität, die verloren geht, Verschmutzung, Wälder, die verschwinden, Degradation, also Zerstörung von Land. All das sind eigentlich biophysische Faktoren. Es gibt aber noch ganz viele andere. Es gibt auch infrastrukturelle Faktoren. Und da sind wiederum 6 aufgelistet durch die Teilnehmenden, die da sich beteiligt haben an diesem Prozess. Auch wieder ganz viele Dinge, die zu Nicht-Nachhaltigkeit beitragen. Und es geht weiter so. Es gibt auch Bevölkerung und Lebensgestaltungsfaktoren, hier 5 aufgelistet. Demografie, die nicht gute Strukturen sind. Wenn ein starkes Wachstum besteht, gibt es immer sehr viele Kinder. Und wenn die halbe Bevölkerung eines Entwicklungslandes aus Kindern besteht, dann ist dieses Land nicht sehr produktiv, weil die Kinder noch nicht zum Arbeitssegment gehören. Und bei starkem demografischen Wachstum ist das ein wichtiger Faktor. Und auch und so weiter. Einfach, es geht immer weiter. Sie spüren es. Soziokulturelle, ökonomische Faktoren, die zur Nicht-Nachhaltigkeit beitragen. Ich will das nicht im Detail anschauen, aber am Schluss hatten wir 30 Kernprobleme nicht nachhaltiger Entwicklung, die eine Rolle spielten bei der Analyse von sogenannten Syndromen, also schlimmen Zuständen des globalen Wandels. Und all das führt unter Umständen
zu Migration oder sogar zu Flucht. All diese Faktoren sind wichtig. Und deshalb für mich, der globale Wandel ist auch kombiniert mit dem Klimawandel ein Set von Prozessen, die das auslösen. Und in jeder Region, in jedem Dorf, in jedem Fall muss man es gezielt, detailliert anschauen. Nur ganz schnell, weltweite Verluste an Menschenleben, die 10 wichtigsten, tödlichsten Naturereignisse der letzten 34 Jahre. Sie sehen Haiti, Erdbeben, der Tsunami, Erdbeben 2004, in Myanmar dann ein Klimaereignis, in Bangladesch ein Klimaereignis. Von diesen 10 wichtigsten, tödlichsten Ereignissen waren 4 ganz klar klimatischen Ursprungs, die 6 anderen dann Erdbeben. Offenbar sind das die Katastrophen, mit denen Regierungen sehr schlecht umgehen können und wo sehr schnell sehr viele Leute dran sterben. Nur ist das nicht das Ende der Analyse. Es gibt eben auch sehr schlimme andere Prozesse, die nicht unbedingt tödlich enden, aber gerade deshalb vielleicht viel schlimmer sind. Also ich will da nicht mit Todesfällen argumentieren. Es ist einfach auch festzustellen, sogar bei diesen tödlichen Ereignissen sind die meisten auf Erdbeben zurückzuführen. Was ist dann die Relevanz des Klimawandels für Migration? Das ist eine Zusammenfassung des IPCC Assessment Reports, der Zusammenfassung für Politiker 2014. Und das deutet mehr auf die Zukunft als auf die Gegenwart. Schauen Sie, Climate Change is projected to increase displacement of people. Also man erwartet große Verschiebungen, noch viel größere als heute. Populations that lack the resources for planned migration experience higher exposure to extreme weather events. Also wer nicht ausweichen kann, wird noch stärker leiden unter den Extremereignissen, die zweifellos am Zunehmen sind und noch weiter zunehmen werden. Und dann der dritte ist auch etwas vage. Climate change can indirectly increase risks of violent conflicts. Es ist als Möglichkeit angesprochen. Aber wir müssen das System als Ganzes anschauen und können erst dann schließen, ob es jetzt wirklich in einem Spezialfall der Klimawandel war, die Extremereignisse war oder die Variabilität des Klimas an sich. Und dann werden wir konfrontiert mit Grafiken wie die vom National Geographic 2013, die zeigt die Küstenlinie, Sie können es vielleicht von hinten nicht genau sehen, in hellblau und überschwemmte Gebiete durch das Abschmelzen und der Gletscher weltweit und das Erwärmen der Ozeane, das auch einen Anstieg bewirkt. Und es sieht schrecklich aus. Alle wichtigsten Zonen, wo sehr viele Menschen leben, werden überschwemmt. Aber man muss den Text lesen, man darf nicht nur die Grafiken anschauen. Der Text sagt dann, das ist ein Szenario, wo sämtliches Eis abgeschmolzen ist. Also es geht nicht um das schwierigste Szenario bis 2100, sondern es geht um das gesamte Abschmelzen aller Gletscher, auch der Antarktis. Auf diesem Bild wurde die Küstenlinie um 70 Meter angehoben. Das schlimmste IPCC-Szenario bis 2100 geht von einem maximalen Anstieg von 40 bis 80 Zentimeter aus. Und nicht 70 Meter. Also das ist ein schreckliches Szenarium, das aber in 5000 Jahren vielleicht eintritt. Vielleicht auch später oder früher, je nachdem. Was machen wir jetzt damit? Wir wissen auch, in diesem Kreis lebt die halbe Erdbevölkerung. Die andere Hälfte außerhalb. Natürlich eine Konzentration, die dann auch eine Rolle spielt. Aber was machen wir mit diesem Szenario eines dramatischen Anstiegs?
Wenn wir zurückschauen auf die letzten 12.000 Jahre, und das wird ja auch in diesem Kontaktseminar dann noch thematisiert, dann gehen wir davon aus, dass der Meeresspiegel etwa 120 Meter angestiegen ist seit der letzten Eiszeit. Also noch mehr als die 70 Meter hier in 12.000 Jahren. Also vielleicht sind diese Zeitspannen dann doch wichtig. Und jetzt ganz kurz ein Exkurs zu meinem Kollegen Heinz Wanner, der ein Buch schreibt, das ist wohl schon fertig, nehme ich an, Klima und Mensch, die letzten 12.000 Jahre als Geschichte, Klimageschichte, aber auch Einfluss auf die Bevölkerungen, die lebten in dieser Zeitspanne. Und dann merkt man ja, vielleicht sind 5.000 Jahre gar nicht so lang in menschlichen Ermessen. Und wenn wir heute nicht handeln, dann werden diese 5.000 Jahre wirklich auch ein Drama sein. Ich freue mich auf das Buch, das kommt im Juni bei Hauptverlag heraus. Und wir haben hier auch einen geschichtlichen Rückblick von Professor Haffner, der ja auch über die letzten 10.000, 12.000 Jahre spricht, die Geschichte der Migration. Da können wir uns darauf auch freuen. Ich komme ganz kurz zu heute. Drei Beispiele aus der Gegenwart, Klimawandel auch noch einmal, Migration und Flucht, die drei Themen. Klimawandel, La Paz, Sie sehen hier Illimani, ein knapp 6.500er in der Nähe von La Paz, schöne Gletscher und eine wissenschaftliche Gruppe, die das untersucht hat. Sie brauchen das nicht zu sehen, aber da sind die Gletscher aufgezeichnet. Und diese Klimatologen und Glaziologen haben festgestellt, dass in der Gegend von La Paz das Wasser wird verwendet, auch das Gletscherwasser wird zum Trinken verwendet. Rund 15% der Gletscher wird für Trinkwasser verwendet. Nun sind diese Gletscher in den letzten 40 Jahren um 50% geschrumpft und werden wohl in diesem Jahrhundert verschwinden. Das heißt, wenn sie verschwinden, geht das Trinkwasser in La Paz noch um etwa 10-15% zurück. Und das ist vielleicht nicht so irrelevant, auch wenn der Titicacasee nicht allzu weit liegt von La Paz und sehr wahrscheinlich Wasser dann von dort verwendet wird oder von anderswo. Durch den Gletscherschwund kommen wir schon in Bedrängnis, vor allem weil die Städte immer größer werden. La Paz, El Alto, zusammen fast 2 Millionen Menschen, immerhin. Zweites Beispiel, Arbeitsmigration aus Nepal. Dort gehen die Leute ganz klar weg, nicht weil sie vertrieben werden, sondern weil sie angezogen werden. Angezogen von Arbeitsmöglichkeiten, bei Hochbauten, diese Gebirgsbewohner haben kein Problem mit der Höhe, die können arbeiten, sie werden auch, wenn sie ungesichert arbeiten, kommen viele um. Das ist leider dann auch der Nebeneffekt, weil die Arbeitsgesetze nicht gut genug sind, gerade in den Emiraten, wir wissen das. Und es gehen sehr viele Leute aus Nepal weg. 500.000 Arbeitsbewilligungen legal aus Nepal heraus und sozusagen alles Männer. Ganz wenige Frauen. Sie sehen die Frauenlinie unten, die Männerlinie nach oben. Es sind die Männer, die ausgezogen sind in den letzten 10 Jahren, um Geld zu verdienen und auch einfach ein anderes Leben zu beginnen. Das ist dann der Pull-Faktor vom der ganzen Bauerei, der auf unsere fossile Energie zurückgeht, notabene auf die Arabischen Emirate. Ich lasse es mal so. Drittes Beispiel, Flucht aus Eritrea, ein Bild vom Februar, jetzt. Sind das Klimaflüchtlinge? Ganz klar nein. Man sieht es den Frauen auch an. Das sind eher städtische Bewohnerinnen, die vertrieben werden, sie sind Flüchtlinge, sie sind vielleicht Opfer menschlicher Aktionen, das ihr Leben bedroht in Eritrea. Die Zustände sind nicht gut, auch wenn unsere parlamentarische Delegation beinahe auf andere Urteile kam. Ich kenne Eritrea seit 1974, also die sind nicht gut. Das ist meine ganz große Überzeugung. Wir gehen immer wieder hin und sind immer wieder enttäuscht.
Also die Flucht aus Eritrea hat einen guten Grund, kein klimatischer, ist klar. Das sind eben diese globalen Dinge. Und es ist attraktiv, gerade für die städtische Bevölkerung zu sagen, mein Leben soll nicht hier weitergehen. Mein Leben kann an einem anderen Ort viel besser gehen. Und auch wenn es jetzt ganz schwierig ist mit Europa, diese Leute wollen einfach sich verbessern. Und ich habe vollstes Verständnis dafür. Lassen wir das. Ich komme zu einer kleinen Synthese. Was sind Entscheidungsfaktoren für Migration? Ursachen, Projektionen, Push, Pull, beides spielt eine Rolle. Und dann zum Zweiten die Nachhaltigkeitsziele, die jetzt ja beschlossen wurden im September in New York. Fast alle Staaten haben das unterschrieben. Sehr kompliziert, sehr groß. Aber die Frage ist schon, was ist jetzt diese Erkenntnis, dass Push und Pull eine Rolle spielt? Was entscheidet, was heißt das für uns in Europa? Wollen wir uns unattraktiver machen, Zäune bauen, zutun? Wollen wir eine offene Gesellschaft werden? Wollen wir uns auf diese Durchmischung von Menschen einlassen? Abgesehen davon, Sie wissen, wir sind alle aus dem gleichen Topf. Die ganze Welt, also das Zentrum ist irgendwie, des Homo sapiens ist irgendwie in Äthiopien, im Hochland, im Süden. Also eigentlich könnte man sagen, ist ja ganz logisch. Wir finden uns wieder, wir sind eine große Familie. Das ist jetzt das Positive. Es gibt dann auch ganz viele Schwierigkeiten, kultureller Art, nicht einfach zu lösen. Und wie groß ist die Relevanz eben für Flucht und Migration dieser Sustainable Development Goals? Es hat ein Mr. Black et al., vielleicht gar kein Mr., vielleicht war es eine Mrs., Entschuldigung, Black et al., das steht ja nie, man kann es nicht lesen, in Nature 2011 eine solche Grafik produziert. Wie entsteht eine Entscheidung, ob ich weggehe oder nicht? A decision to migrate or to stay. Und diese Person sagte, es gibt Obstacles and Facilitators, es gibt Haushaltscharakteristika, die eine Rolle spielen und es gibt ganz viele Drivers, also Treiber von außerhalb, die auch eine Rolle spielen. Und ich habe diese Grafik jetzt eigentlich nur gewählt, weil Klima nicht vorkommt. Ist das jetzt ein Fehler? Ist das eine sträfliche Vernachlässigung? Oder sind die anderen Faktoren vielleicht doch wichtiger? Ich komme zum Schluss. Ich kann da nicht weiter vertiefen. Auch in den Nachhaltigkeitszielen. Sie sehen meinen Pfeil hier, wenn er kommt. Ich versuche es doch. Nein, geht nicht. Nicht zu viel drücken. Sie sehen den Pfeil dort ganz klein, vertikal im Wordle steht auch Climate. Im Text von 29 Seiten Länge kommt Climate 25 Mal vor. Immerhin. Also doch, es wird ernst genommen, aber es wird dann doch ganz klein gegenüber Development und Inclusive und Sustainable und so weiter. Also keine allzu große Hoffnung, dass das sehr ernst wirklich dann auch wahrgenommen wird von den Regierungen. Ich höre auf, Epilog, ganz kurz. Im Moment ist in Äthiopien wieder eine Dürre und alle sagen, es wird sein wie 84. Also wir zittern für all die Bewohner dort und schauen unsere Daten an. Das ist eine verrückte Sache. Sie brauchen sich nicht zu kennen. Es ist ein Fixierbild. Das ist gut 100 Mal Äthiopien nebeneinander, in jedem Kasten. Sie sehen das Rote Meer immer weiß in jedem Ding. Und Sie sehen grün, wenn es geregnet hat und Vegetation bringt, und rot, wenn es nicht geregnet hat und keine Vegetation. Und interessanterweise schauen Sie mal 1984 an. Horizontal, man sieht gar nicht viel Rot. Alles grün. Wie kommt das jetzt, dass damals eine Hungersnot war? Das war ja 1990 viel schlimmer und 91 auch und 92. Vielleicht ist die klimaauslösende Sache gar nicht das Essentielle gewesen. Vielleicht sind es die anderen Faktoren gewesen. Das noch die Serie fertig gemacht. Sie sehen auch wiederum, 2015 ist nicht wesentlich schlechter, außer wenn man es genauer anschaut. Es hat dann schon Schwierigkeiten da drin, wo es nicht geregnet hat.
Und wenn man es noch anschaut nach den Regenzeiten, da muss es 2 Monate regnen im April und Mai und 3 Monate im Juli, August und September. Und dann sehen Sie Unterschiede. Aber 2015 wiederum ist nicht so viel schlechter. Also wir sind herausgefordert als Vegetationswissenschaftler oder Klimatologen, diese Dinge sehr genau zu beachten, weil sonst können wir da nicht gut intervenieren und haben keine Handhabe, gute Dinge anzubieten. Und damit höre ich auf. Frauen 1974, ein Jahr nach der Dürre und Hungersnot in einem sehr entfernten Gebiet in Äthiopien. Wir mussten 5 Tage laufen, um dahin zu gelangen. Und diese Frauen laufen jeden Tag 2 Stunden ins Tal hinunter zum Fluss und 3 Stunden wieder hoch ins Hochland, um Wasser nach Hause zu tragen. In einem solchen Tonkrug sind 20 Liter, der Tonkrug selber ist 15 Kilo und 5 Stunden Marsch jeden Tag. Das ist die Welt der Kleinbauern in einem Trockengebiet. Und nach der Dürre 72, 73 waren alle Quellen versiegt. Es gab nur etwas Wasser im großen Fluss, einem Seitenfluss des Nils. Und das sind für mich einfach Erlebnisse, die sind schrecklich und die bleiben das ganze Leben hängen. Von dem her gesehen wollen wir doch diese Situationen lösen und lösen helfen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.